Servus Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Jetzt ist es 3.40 Uhr morgens, ich bin gerade aufgewacht. Eigentlich habe ich ja heute etwas vor und müsste dementsprechend um 9 Uhr auf, weil ich habe, ich sag's frei raus, ich habe so eine Art Praktikum. Und ja, also in einem Gasthaus, in einem Gasthof. Da habe ich so eine Art Arbeitstraining und das mal schauen und vielleicht, wenn alles gut klappt, kriege ich einen Job und das wäre geil. Ja, füll mal neu auf. So, lass mich mal überlegen, wo möchte ich hin? Und ich habe mit Mr. Menzel natürlich auch schon geschrieben, weil ich persönlich finde es geil, wenn der Kanal wieder aufleben würde. Soll ich den Hexax Park machen? Ich habe eigentlich keine Lust drauf. Der Grunde GmbH? Nein, der Grunde GmbH könnte sein, dass ich jetzt ein paar Orientierungsprobleme bekomme, weil ich nicht mehr genau weiß, wie ich da jetzt weiterkomme. Apropos Orientierungsprobleme, ich war ja heute beim Friseur, weil, wie gesagt, in diesem Praktikum gerade eben, da bereite ich mich dementsprechend auch darauf vor, zum Beispiel Friseur und so weiter. Dann bin ich über Zubringer, also so heißt die lange Straße, das ist quasi eine Abkürzung, bin ich über Zubringer, bin ich von Nötsch Richtung Arnstein gefahren und da sind ja 4 Autobahnspuren, also einmal Italien hin und zurück, also einmal von und zu Italien und einmal von und zu Salzburg, glaube ich. Und da dachte ich mir so, ja okay, fahre ich Autobahn, so bin ich schneller in Villach, aber ich, blöder Trottel, hab natürlich die falsche Ausfahrt genommen. Ich habe die Ausfahrt Richtung Italien genommen und nicht Richtung Salzburg. Dachte so, okay, kein Ding. Ich kann ja noch abfahren. Weil da gibt es so eine Abfahrt Arnoldstein und danach gab es auch noch so ein paar Abfahrten, weil vor der Grenze und so. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja. Jetzt bin ich in Ruhe. Ja, ich bin hier richtig. Und ja, dachte so, okay, fahr da ab, aber habe ich da gesagt, was getan, weil da ist überall Baustelle. Hust, Hust, Hust. Das war zu nahe, nach egal. So, konnte ich natürlich nicht abfahren. Muss weiter Richtung Italien fahren. Da ging mir, okay, nehme ich die nächste Abzweigung. Ja, überall Baustellen. Ich konnte nicht abfahren. Ich musste über die Grenze nach Italien fahren, nach Tarvisio, und konnte dort erst umdrehen. Schon irgendwie doof, nicht wahr? Und natürlich hatte ich keine Vignette und nichts. Ja gut, die Vignette, die braucht man ja erst, wenn man Richtung Udine fährt und nicht Richtung Tarvis, da braucht man sie ja nicht. Nun mal das nennen Waschmaschine. Du betätigen 3D-Stick zu bewegen dich und schieße viel Unterwäsche, wenn du drücken Z. Oh. Ich schieß Frauenslips, zwar unsexy wie Hölle, aber egal. Ja, was sollte ich jetzt noch sagen? Ich habe Menzel auch schon geschrieben, aber ich möchte das im Video auch nochmal ansprechen, weil ich würde mich natürlich freuen, wenn sein Kanal, oh, leck mich. Wenn sein Kanal sich leckt, genau. Nee. Moment, ich muss jetzt erstmal das erklären. Wenn sein Kanal quasi wieder auferstehen würde als Final Level Gamer, als großes Comeback und hast du dich gesehen. Weil ich guck mal gern seine Videos an. Und ja, es macht einfach Spaß, ihn zuzusehen. Und er muss ja nicht, also er ist ja so ein Retro-Let's Player und er muss ja nicht zwangsweise wirklich auf Retro bleiben. Er könnte auch zum Beispiel, ja, er muss ja nicht moderne Spiele machen. Er kann, ja, wie heißt das jetzt, Indie-Games machen. Und ich habe ihn, oh, sehr gut, red verweigert, ja. Komischen Lautsprecher, wo ich immer dachte, das wären Schuhe.
Ja, er kann ja auch Indie-Games machen, sowas wie Limbo oder Nihilumbra oder Shantae. Wobei, ich habe ihn ja geschrieben und ich habe mich, bevor ich diese Aufnahme jetzt angefangen habe, habe ich mich informiert. Haha, der Wolf ist doch nicht so blöd, wie er manchmal tut. Nämlich Shantae ist ja eine Videospielreihe und ich wusste nur von, also namentlich wusste ich nur zwei Titel. Ich wusste aber, dass es drei gibt, beziehungsweise es gibt sogar vier. Nämlich, das habe ich mir hier aufgeschrieben, währenddessen kann man den Arsch der Waschmaschine angucken. Es gibt einmal Shantae für den Game Boy Color. Dann gibt es Shantae Risky Revenge für Nintendo DS, was glaube ich. Nintendo DS Ice stand da sogar. Dann gibt es Shantae Pirate's Curse für den 3DS. Und dann gibt es einmal den Teil, den ich besitze, als einzigen. Shantae Half Genie Hero für PS4, Nintendo Switch. Ah, hier bin ich. Für PS4, Nintendo Switch, Xbox One. Oh, ich kann ja gar nicht so spielen. Und ich besitze für die PS4 und ich habe auch nachgeguckt. Oh, oh, oh. Ach, egal. Allein hier bei mir habe ich 29 PlayStation 4 Spiele. Also drüben im Raum, da haben wir noch so ein extra Zimmer mit. Naja, mit unserer Spielesammlung, da habe ich auch noch ein paar, aber hier bei mir habe ich allein 29. Oh. Kann ich da irgendwie rein? Nee. Toll, jetzt habe ich das Ding activated, obwohl ich es gar nicht wollte. Nein! Oh. Nee, weg da. Friss Unterhosen. Angekackte. Hallo! Ein schlechter Mechaniker oder Installateur war es, glaube ich, genau. Dieser Vater war ja Installateur, allerdings war der scheiße. Ne, der war nicht scheiße, aber der war, glaube ich, Heizungsinstallateur. Irgendwie sowas. Bei Installateuren mache ich ja mehrere Sachen. Ja. Genau da. Ich muss mich später umgucken, wo ich mit der Waschmaschine nochmal hin muss. Und auf jeden Fall Shantae. Die Shantae-Reihe, die ist, ja, Jump'n'Run, glaube ich. Ich habe mal einen Ausschnitt davon, Schmackes Top of Rock gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und weil das nicht Shantae genannt hat, kann ich es auch nicht mehr wiederfinden. Aber ich habe gelesen, dass das so eine Mischung aus, ja, zum Beispiel Supercast. Ist das eine Mischung zwischen zum Beispiel Castlevania und Mega Man und so weiter ist. Also das bisschen, was ich gelesen habe, hat das ja wirklich nur ganz wenig, weil ich wollte mich nicht spoilern. Also Shantae soll wohl angreifen können, wie auch wie alle Videospielfiguren irgendwie. Also sie greift irgendwie mit ihren Haaren an. Also sie hat so lange lila Haare, da kann sie irgendwie so, weiß ich nicht, so mit ihren. So, sie hat die Haare so zusammengebunden, so ein Pferdeschwanz. Und sie kann dann irgendwie so einen Zopfschlag so. Hui, hui! Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. War denn nicht irgendwo Schuhe? Achso, nee, die waren im anderen Raum da. In einer dieser Kisten. Da? Ja, da. Du, da oben gibst Ruhe. Oh, voll weggefetzt. Auf jeden Fall, das würde mich echt freuen, wenn sein Kanal nicht nur wieder aufleben würde, sondern wenn er Shantae Let's Playen würde. Ich glaube, da würde ich mich totlachen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber spiele. Dann leide ich und dann lacht er sich tot. Hahaha. So. Kapriole? Ja. Folgendes werde ich dir geben. Dein Sprung wird dich noch höher heben. Halte Z und drücke A. Was einmal fern ist, jetzt ganz nah. Das ist dann alles. Weggetreten. Weiß nicht, ob der sich die Birne anhauen kann, wenn nur einer meiner Leute hier zur Verfügung steht. Kapriole. Wow, fliege ich hoch. Wow, gerade noch gerettet.
Diese Katapultkabriole ist ein Hochsprung, allerdings Kazooie-like. Ist wirklich hoch. Aber genau, mit der Katapultkabriole können wir jetzt da nach oben. Im Normalfall können wir es ja nicht. Oh, Banjo. Der hat auch noch was zu erledigen. Lass mich mal umgucken. Genau. Ich liebe es, das ist so genial. Aber ich sag ohnehin schon 100.000 Mal, dass ich das Spiel liebe. Ich wiederhole mich. So. Oh, meine Augen brennen ein bisschen, aber es liegt daran, weil ich noch etwas müde bin. Achso, du kannst angreifen. Völlig vergessen. Mehr. Ja, weil eine Batterie so schwer ist. Jetzt können wir mit einer Batterie im Pack um uns schlagen. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich hier nochmal hochkomme. Also stimmt ja. Wow. Frag mich, was passiert, wenn ich jetzt Kazooie einsackel. Dann ist die Batterie wahrscheinlich weg und resettet im nächsten Raum wieder. Also resettet, wenn ich den Raum verlasse. Die Tür wird Zusatzenergie über eine Batterie zugeführt, Zutritt gewährt. Was sind das nochmal für eine Kammer? Elektrum. Nein. Ich glaube, das war scheiße. Lukas, wie? Nur. Eingesackelt. Ich weiß nicht warum, aber manchmal, wenn ich so mitdödel, dann ist es auf den Aufnahmen asynchron. Elektromagnetismus. Was ich aber nicht verstehe, weil wenn ich die Musik höre, dann dödel ich synchron mit. Naja, das Spiel an sich ist ja nicht asynchron. Und mein Kommentar, wenn ich mitdödel, ist es ein bisschen. Was ich zwar nicht verstehen kann, aber egal. Hi! Wow. Das ist so genial. Okay. Jetzt bin ich beim Aufzug, oder? Ja. Jo. Oh, ich freue mich schon so sehr, wenn ich Chantal mache. Ich habe überlegt, soll ich streamen oder soll ich Let's Playen? Weil eigentlich mache ich ja nicht so gerne blind Streams. Weil ich nicht weiß, worauf ich mich dann einlasse. Weil als Let's Play kann ich das besser koordinieren. So ganz nach dem Motto, ja, ich kann da Parts machen. Ich kann diese besser im Auge behalten. Und als Stream kann ich das ja nicht so gut. Aber ich glaube, ich werde Chantal Let's Playen. Vor allem, dann kann der Menzel auch irgendwann mal reingucken. Dann denkt er sich so, boah, das Spiel ist geil. Das hole ich mir. Und ja, die Version, die ich habe von Half Genie Hero, das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Box hier. Eigentlich wollte ich nur das Spiel haben, aber es war irgendwie nur die Box im Verkauf, deswegen dachte ich so, okay, nehme ich die Box. Weil da ist irgendwie alles mögliche Bonuszeug, da ist Pirate Screen Quest Story Bonus, Friends to the End Story Bonus, ein Kostüm Pack Mode, ein exklusiver Badeanzug, hahaha, das heißt dann. Wahrscheinlich kann man sie umziehen. Dann dieses Risky Beats war jetzt, glaube ich, Nintendo DS, glaube ich. Da gibt es eine Soundtrack-CD dazu, ein offizielles Artbook gibt es dazu. Und logischerweise das Spiel. Das ist so eine Ultimate Edition. Wie gesagt, es war mir eigentlich egal. Mich hat nur das Spiel an sich interessiert, aber naja, wenn schon, denn schon, wenn es nicht. Wenn es nicht anders geht, dann hole ich eben die Ultimate Edition, um ehrlich zu sein, war es auch nicht so teuer. Na gut, 30 Euro, aber naja, egal. Hier frisst du Dosen.
So, wie mache ich das? Ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Ja, deswegen. Ah, genau. Ja, das kann man nicht schaffen. Wie ging denn das nochmal? Also da oben hat man die Mumbo-Platte gesehen, aber wie hole ich die nochmal runter? Ich glaube mit Granateneiern. Oh, ich schwitze wie eine Sau und stink wie ein Iltis. Beides in Kombi ist kacke. Weil eigentlich stinke ich nur nach diesem komischen Parfum und diesem Deo, weil das habe ich natürlich auch getestet, aber das Deo hilft irgendwie nicht so gut. Das Parfum. Oh, jetzt riecht vielleicht. Oh. Naja. Also es riecht gut. So viel will ich schon mal sagen, aber es ist einfach so intensiv. Dabei habe ich mich eh nicht so fest eingesprüht. Das liegt vielleicht daran, dass ich generell den Geruch von Parfum nicht gewöhnt bin. Weil eigentlich interessiert mich das ja nicht. Ich dachte nur so, okay, wenn so die Jobsuche einfacher ist, wenn ich so mehr Jobmöglichkeiten habe, dann okay, dann mache ich's. Okay, so ging es nicht. Direkt auf die Plattform? Glaube ich auch nicht. Nein. Wie habe ich das nochmal runterbekommen? Ja, die grundige GBA ist ein bisschen verwirrend. Vor allem, wenn man sie eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat. Oder das Spiel generell. Dann ist es auch verwirrend. Die Kamera sollte wieder da sein, oder? Genau. Ja. Wenn ich die Kamera nicht abknalle, gibt es einen Alarm und dann, naja. Beeilung. Ich hoffe, ich treffe sie von hier. Wahrscheinlich nicht. Jetzt warte ich. Da ist sie schon wieder. Ist sie tot? Tot vor allem. An der Kamera kann ich sterben. Ach verdammt, wie ging denn das nochmal auf? Ja gut, dann muss ich mich ein anderes Mal drum kümmern. Mich raten. Achso, nee, das bleibt der Mars. Dann hatte ich da jetzt gerade was anderes im Kopf. Also was anderes gibt es ja auch noch. Jetzt bin ich hier draußen wieder. Ja, das werde ich brauchen, aber ich muss erst mal schauen. Ach nee, das wollte ich nicht. Ja, ihr seht schon, wo wir dahin müssen. Ja, ihr seht, was gemeint ist. Zu Thorsten drin. Platten? Wahrscheinlich nicht. Ne, da muss ich reingehen. Oh, ich kann nicht mal das Fenster aufmachen. Ich würde es ja gerne aufmachen, aber dann steht die Gefahr, dass ich mich erkälte. Das will ich nicht. Das wäre scheiße. Wo ist die Kamera? Ist doch dich etwa. Oh, scheiße. Darf nicht von ihr gesehen werden. Da ist sie. Ich werde mich jetzt trennen. Wahrscheinlich werde ich sowieso gesehen, wenn ich da wieder zurückgehen will. Der Fagnano ist vorbei. So, wer ist zuerst? Machen wir zuerst mit Banjo, weil der muss sich auf die Plattform stellen.
der ist arschlahm, der. Ja, super. Der ist arschlahm, der wird wahrscheinlich jetzt entdeckt. Was sei denn? Tricky Banjo. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder asynchron geworden. Also nicht asynchron, aber irgendwie stimmt mein Gesang nicht, manchmal nicht überein mit dem, was jetzt eigentlich wirklich zu hören ist. Warum? Keine Ahnung. So, Kazooie, du gehst jetzt auf und holst die Jinjo. Ein blauer war's. Wie viel blaue habe ich denn jetzt? Ach, ich werde sie. Verdammt, ich werde sie gleich sehen. Toll, jetzt ist der Part auch wieder. Vielleicht nicht ganz vorbei, aber er ist schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Und ich habe. Ja. Ich habe wieder ein geiles Thema gehabt, über das ich gesprochen habe. Nämlich ein Spiel, das ich Let's Playen will. Wäre auch zu einfach, wenn man hier überall hoch könnte. Jetzt gehe ich als Kazooie weiter. Oh. Wie komme ich hier wieder runter? Nein! Kazooie? Schneller, schneller! Zum ersten Mal renne ich so runter. Normalerweise springe ich da immer runter und breche mir das Genick. Gut. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viele blaue Gingers habe ich. Und ein paar fehlen noch. Ja, ich sollte langsam meine Goschen halten. Das kann man sich ja nicht antun. Oh, 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 oh. Vielleicht das Waschmaschine mich weiter fortbewegen. Warum nehme ich jetzt den Umweg? Kann mir das irgendjemand sagen? Ach, egal. Wie ihr schon gesehen habt, wegen der Mumbo-Platte, ja. Mumbo kann hier Dinge deaktivieren. Die Stromzufuhr quasi kappen. Oh, da ist wieder so ein Bösling. Natürlich ist Wumbas Zelt so mit einer Metalllegierung überzogen, mit Stahlplatten oder so. Ich sag's euch gleich, Mumbos Bude wird auch nicht besser aussehen. Und die verwandelt mich die ganze Zeit in metallische Objekte. Erst ein Kleintransporter und jetzt eine Waschmaschine. Moment, wie war das? Ich kann es nicht verwenden, oder? Genau. Technisches Personal ist die Benutzung der Abfelder untersagt. Verwenden Sie stattdessen den Dienstaufzug. Wird klar. Das ist der Dienstaufzug. Erste Etage. Dritte Etage. Sieht man schon, wer auf der dritten Etage beheimatet ist. Mumbo steht über Wumba. Ha ha ha. Lili. Ah, ne. Okay, da kann ich hochkratzen. Und ich entsinne mich, dass das hier auch in der Vorschau war. Was bringt es mir jetzt so? Ach, du Sack. Ist ja froh, dass ich Schraubenliebhaber bin. Haha. Ne, eigentlich nicht. Mag so ein handwerkliches Zeug nicht so wirklich.
Zutritt gewährt. Sie dürfen eintreten. Ah, oh, mir ist der rechte Fuß angeschlafen. Gibt. So. Von denen haben wir schon ein paar gehört. Eine Waschmaschine. Könntest du meinen Arbeitsanzug kurz schleudern? Ich probier's mal. Würfel rein. Ist das auch sicher? Ich möchte nicht, dass er kaputt geht. Lass endlich die Hosen runter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die Hosen runter. Mhm. Hat gestrippt. Jetzt ist der Hase noch dreckig und jetzt ist der Hase sauber. Komisch. Oh, und hier frei. Finde meine fünf Schmuddelkollegen. Die müssten ihre Kittel auch mal kurz reinigen. Vor allem du mitten im Kohleofen. Dann wird dein Anzug ja schön lange sauer bleiben. Gut, haben wir das geklärt. Da komme ich nicht lang. Genau. Ein Deibel. Genau da hinten auf der anderen Seite, vielleicht sieht man es. Ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es stimmt. Aber ich glaube, da hinten auf der anderen Seite ist Mumbos Bude. Ja, Double nimmt mich von beiden Seiten. Gut, hier kann ich nichts sonderlich erledigen. Hier konnte ich nur einmal schleudern, mehr nicht. Man kann auch aufs Dach fliegen. Dafür braucht man eine Flugplatte. Ja, hier bumpert es aber ganz schön. Oh, kurz Überblick verschaffen. Ach, richtig geil den Überblick verschafft. Boah, bin ich ein Überblickverschaffer. Wehe. Du, ihr Deiveln. Wenn ich euch erwische. Steht da nicht mitten im Weg. So Unterhosen hätte ich auch gerne den Stall fast zerlegen können. Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre ziemlich unbequem. Du Drecksau. Meine Sprungschuhe, die nutzen mir jetzt gerade gar nichts. Lass mich ein. Qualitätskontrolle. Bringt mir aber leider auch nichts. Oh, ein Rare Fass. Weil dafür brauche ich Granaten. Naja. Da ist eine Sprungplatte. Schön, dass ich alle Räume öffnen kann und reingucken kann, aber nichts machen kann. Leben die Viecher noch? Genau, da komme ich auch nicht hoch, da ist sonst was. Ach, ich bin doch dumm hoch 10. Was passiert jetzt? Ah, die Flugplatte, perfekt. Und noch eine zweite. Jetzt können wir von außen aus herumfliegen. Lecco mio! Also da können wir zum Beispiel auch aufs Dach. Jaja, regt euch mal nicht auf. Fünfte Etage. Und irgendein Part, ich glaube Part 7 war es. Der geht ziemlich lange, fast 40 Minuten. Okay. Guckt ihr nicht so doof. Lass mich durch, sonst mache ich dich platt, wenn ich dich beim nächsten Mal sehe. Das wird gewährt. Leck mich. Die Frage ist nur, will ich jetzt weiter? Ich bin fast tot. Du Deibel, komm her. Oh, ich hab das mit dem Unterhosenschießen echt nicht mehr raus. Weil ich ja jeden Tag immer mit Unterhosen schieße. Mhm. Muss leider sein. Bist dich. Geh hoch. Du da. Auch mal schön, wenn du nichts dagegen hast. Ja, damit stripp erstmal ordentlich. Jeder steht auf Hasen-Soft-Porno. Und tief rein, finde meine vier Schmiedel verlegen. Wobei, Softporno ist das ja nicht, weil da hat sich ja komplett ausgezogen.
Ist ja ein Hardcore. Nee, Hardcore ist ja auch wieder was anderes. Ich habe keine Ahnung von Pornos. Und will ich auch nicht. Oh. Heute spiele ich echt genial. Ich glaube, ich verziehe mich zurück zu meiner Wumba. Weil wir gerade so schön von Pornos gesprochen haben. Servicekontrolle. Service-Station. Was weiß ich, Service eben. Hey! Weck dich mal nicht so auf. Jetzt kann ich immerhin draußen die Flugplatte verwenden oder fehlwenden. Ja, jetzt wird mal die Waschmaschine gewaschen. Ich müsste jetzt Jump Jars finden, damit er mich auffresht. Ich weiß auch, wo er ist. Okay. Ich dachte vorher immer, das Weiße wären seine Augen da oben beim Kopf, aber es ist, glaube ich, seine Sonnenbrille. Die Schuhe da gerade eben, die brauchen wir, glaube ich, für draußen. Ja. Fresh mich auf, Sklave. Oh, ich bin schon aufgefrescht. Irgendwie war der Sound gerade kurz weg. Ganz kurz war er weg. Ich gucke jetzt nur noch mal hier, ob hier Fußspuren waren, weil ich glaube schon. Auf mir nachzurennen. Da. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Fußspuren hinführen, aber das werden wir im nächsten Part sehen. Das wollte ich nicht aktivieren. Ach, scheiße. Gut, dann müssen sie doch in dem Part angucken. Menzel wieder was zum Schreiben. Haha, das ist mein Wille. Geil. Also. Nee, jetzt kann das Spiel nicht mal den Arsch lecken. Jetzt werde ich das jetzt in dem Part machen. Hat das Spiel nicht gnadenlos verarscht? Ich glaub's nicht. Das, was ich eben zuvor mit Wumba gemacht habe, hat das Spiel jetzt mit mir gemacht. So. Jetzt komm, Kazooie, mach inne. Ich weiß, mit so zwei Klopömpel auf den Füßen läuft sich schlecht, aber. Du Depp! Hoch, hoch, hoch! Du Sau! Provokantes Spiel. So. Ich hoffe, du hast ordentlich gelitten. Ist das ja ganz offensichtlich in deiner Kindheit, sonst würdest du dich die ganze Zeit schreien. So, jetzt aber. Ihr wisst ja, Leute, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht muss ich da einfach nur als Kazooie rauf. Weil Kazooie vielleicht schneller ist. Könnte auch sein. Schneller. Hoch, 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 hoch! Oh! Was war denn das gerade? Achso, nur wegen dem Notenschlüssel. Dafür, was für eine Pleite. Nein, ich bin doch so. Moment. Okay, ein Test. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Der zählt nicht, der Test. Ich hab Z gedrückt und nicht B. Genau. Ich zeige mich mit Granateneiern mache, aber ich hab verkackt. So. Hihihi. Auch wieder so ein Kazooie-Only-Ding, oder? Naja.
Das werden wir uns im nächsten Part ansehen. Das war Banjo-Tooie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!